Warum hat es nicht geklappt auf der Seite vom FC Schaffhausen, gerade wieder die ersten 10-12 Minuten, wo man zwei Gegengol kassiert? Das ist so ein bisschen typisch beim FC Schaffhausen. Ja, ich weiß nicht, ob wir schlafen die ersten paar Minuten oder ob wir nicht konzentriert sind. Wir kassieren wieder zwei Standard-Goal, die eigentlich nicht passieren sollten. Und ja. Die erste Halbzeit, völlig verrückt, die erste Halbzeit, 6 Goal, das gibt es auch nicht jeden Tag. Und dann hast du einen Assist verbuchen zu einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Aber das trübt die Freude wahrscheinlich nicht wirklich. Nein, ich habe gar keine Freude daran. Das Resultat zeigt alles. Und, ja, wir haben immer wieder können, ein Goal machen und dann immer wieder Hoffnung bekommen. Aber Zürich hat uns sie einfach wieder weggenommen. Warum hat man in der zweiten Halbzeit den Tor eigentlich können fortsetzen, dass man vielleicht einen weiteren Anschlusstreffer können machen? Ja, ich glaube, Zürich hat es clever gemacht, sind gut gestanden hinten, dann ist es schwieriger für uns geworden. Die Kräfte von uns haben mit der Zeit nachgelassen. Zürich ist über 90 Minuten viel frischer gewesen als wir. Vor allem gegen den Schluss, die letzten halben Stunden, sind es viel frischer gewesen und das war, glaube ich, entscheidend gewesen.